Normalerweise sollten diese Schläuche niemals zum Einsatz kommen. Doch wenn sie benötigt werden, dann ist meistens Eile geboten. Hierbei handelt es sich um das neue mobile Deichsystem, das die Stadt Trier im Rahmen des neuen Hochwasserschutzkonzeptes angeschafft hat. Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadt übten den Aufbau jetzt in der Löbstraße in Höhe der Handwerkskammer und auf der Autobahn 602. Denn hier am niedrigsten Punkt des Straßenverlaufs könnte ein extremes Moselhochwasser die Fahrbahn überfluten. Alles, was für das mobile Deichsystem benötigt wird, befindet sich in einem einzigen Container und kann mit nur wenigen Helfern in kurzer Zeit an neuralgischen Punkten in der Stadt aufgebaut werden. Mit Ausrollhilfen werden die einzelnen Schlauchsegmente schnell an die Stelle befördert, an der sie verlegt werden sollen. Aus Übungsgründen wurden die Schläuche des Deiches mit Luft befüllt. Im Ernstfall erfolgt allerdings eine Befüllung mit Wasser. Die einzelnen Schläuche werden mit Storzkupplungen verbunden. Dadurch ist das Befüllen aller Elemente mit einer einzigen Pumpe möglich, ohne diese bewegen zu müssen. Eine 40 Meter lange Strecke ist in rund einer Viertelstunde aufgebaut. Nicht nur in der Löbstraße in Höhe der Handwerkskammer wurde der Aufbau des neuen Systems geübt. Auch die parallel verlaufende Autobahn war in die Übung mit einbezogen. Für die Hochwasserschutzübung wurde der rechte Fahrstreifen der Autobahn 602 stadtauswärts für ca. 2 Stunden gesperrt. Hier übten die Einsatzkräfte das Verlegen des Deiches unterhalb der Leitplanke. Für die Feuerwehr stellte dieses neue Mobildeichsystem eine wichtige Komponente im Hochwasserschutz dar. Solche Strecken, wie wir jetzt versuchen abzubilden, um den Hochwasserschutz noch zu ergänzen, wäre mit Sandsäcken vom logistischen, vom Zeitaufwand viel zu groß und zu enorm, um dann in so einer kritischen Phase letztendlich einen schnellen Hochwasserschutz aufzubauen. Und nach Sondierung des Marktes hatten wir uns für dieses System letztendlich entschieden, weil es letztendlich mit am schnellsten aufzubauen ist. Nach einem Stadtratbeschluss aus dem Jahre 2018 hat die Stadt Trier dieses mobile Deichsystem für rund 518.000 Euro angeschafft. Weitere Übungen sind nach Auskunft der Stadt im November geplant.